werden wir hier starten, Viertel nach elf auf jeden Fall. Treffen hier vorne direkt vor der Rampe. Hier mit rüberkommt. Ganz genau. Das ist perfekt. Und alle, die jetzt noch hinten an den Fahrzeugen sind, auch einmal hierher treten. Wir wollen euch alle mit auf dem Bild haben, alle, die wir 8000 Kilometer bei minus 20 bis minus 40 Grad und 6 Meter Neuschnee um die Ostsee fahren. Das wird ein großartiger Spaß, glaube ich. Sag's eben nochmal, weil ich es eben gerade nochmal gehört habe, in Schweden. Tatsächlich verbriefte Aussage, eben noch mal 1,80 Meter Neuschnee gefallen, also heute und gestern Nacht. Schöne Bilder haben wir da gerade gesehen. Und minus 20 Grad ab Malmö. Großartig! Ach, was ist denn jetzt passiert? König am Pizza Smiley. Aha, 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 ah, da ist er wieder. Wir sind ja alles auf einmal. Scharniger Techniker. Ne?
So, schön, dass ihr alle schön nicht in meine Richtung guckt. Könnt ihr euch alle einmal umdrehen? Das ist großartig, weil wir fangen auf der Seite hier an. Außerdem könnt ihr dann in die Sonne gucken, solange sie noch da ist. Nochmal ganz, ganz offiziell vom Superlative Adventure Club ein herzliches Willkommen, liebe Pioniere des Winter Baltic Sea Circle! Ihr seid mit die Ersten, die dieses Wagnis eingehen. Und es wird teilweise wirklich sehr, sehr unerwartet, denke ich mal, weil da ändert sich ständig alles. Mal ist es voll mit Schnee, mal ist es wieder nicht so voll, dann ist es 30 Grad minus, dann wieder minus 5. Man weiß also nicht so genau, was passiert, aber genau das macht ja diese ganze Rallye aus. Und bevor ich weiterrede, möchte ich euch natürlich einmal, wer ihn nicht kennt, den Chef von Sianze vorstellen. Das ist nämlich der Basti. Und Basti sagt euch jetzt erstmal ein bisschen was zum Roadbook und ein bisschen was zu den Regularien und das ein oder andere persönliche, aus dem Herzen gesprochene Wort. Basti, bitteschön. Maschine, ich danke dir. Ja, erstmal von meiner Seite auch nochmal ein herzliches Willkommen. A very warm welcome also to our Dutch and Belgian teams. At Twitter as well, but I guess they speak German. So, kind of. So every English spoken participant, please get your personal translator somewhere, because we're doing all the things here in Germany, in German. So please, if someone is not able to speak German, just get your personal translator somewhere. I think a lot of you are good in English, so if someone's not able to speak German, good. Yes, and I was also telling some things about the road book, and as you have seen, the road book is in English, so that will be no big problem for you. Perhaps bigger problems for the Germans. Okay, stop jokes. Okay. Ja, also auf jeden Fall freue ich mich, euch jetzt mich heute alle mal live zu sehen. Was ich natürlich wirklich großartig finde, da auch einige alte Bekannte zu sehen, die das auch schon im Sommer gewagt haben. Das ist natürlich großartig. Ich will jetzt ein paar allgemeine Dinge zum Roadbook sagen. Ich denke, ihr alle habt das noch nicht so genau studiert, aber gerade jetzt auch schon am ersten Tag sind da ein paar Sachen, auf die ich hinweisen möchte. Genau, ich fange mit dem Allgemeinen an, was ich eigentlich jedes Mal sage, so ein Standardspruch, nichts muss, alles kann. Also ihr müsst selber wissen, was eure Grenzen sind, wie weit ihr wirklich ans Limit gehen wollt. Zum Beispiel ist die Route, die wir jetzt da vorgeschlagen haben, ist schon ein gewisses Maximum. Und man muss wirklich nicht immer alles mitmachen und jede Aufgabe. Man muss mal gucken und auch nicht auf Biegen und Brechen wirklich zu probieren, immer überall anzukommen. Das kann an manchen Situationen einfach mal nicht klappen. Jetzt gerade im Winter ist das Wetter unberechenbar und da sollte man einfach auch an die eigene Gesundheit denken und dementsprechend lieber mal früher das Nachtlager aufschlagen als vielleicht nötig. Und auch gerade die Teams, viele Teams planen ja auch, Winterbiwak mal zu halten. Auch da möchte ich euch einfach bitten, auf die Temperaturen zu gucken und auch wirklich zu gucken, ob euer Equipment dafür auch wirklich geeignet ist. Wir wollen ja, dass hier auch alle wieder gesund und munter in Hamburg ankommen. Genau, und was auch ganz wichtig ist, helft euch auf jeden Fall auch immer gegenseitig. Das erhöht den Spaß und am Ende der Rallye werdet ihr sicherlich noch den ein oder anderen neuen Freund gefunden haben. Das ist eigentlich eine der allerwichtigsten Sachen. Es geht hier um euer eigenes Abenteuer, um euren Spaß und natürlich hier wieder gesund oder heil in Hamburg anzukommen. Genau, jetzt bin ich nochmal vier allgemeine Sachen so zum Roadbook. Der allerwichtigste Punkt, gerade am ersten und am letzten Tag ist die Nutzung der Autobahn erlaubt. Also könnt ihr heute nochmal auf der deutschen Autobahn ordentlich Gas geben. Das könnt ihr auch am letzten Tag machen. Es gibt noch zwei weitere Stellen während der Rallye, wo Autobahnen erlaubt sind. Das findet ihr im Roadbook. Aber das Wichtigste heute ist es erlaubt. Und auch, falls ihr es schon gesehen habt, es gibt auch Highway-Joker. Ihr könnt dreimal auch die Autobahn mit einem Joker benutzen. Und das kann ich euch auch nur wärmstens empfehlen. Also es macht keinen Sinn, manchmal zu sagen, ich hänge schon ein paar Stunden zurück, ich will gerne da und da ankommen. Schön, dass ihr die Bläser, großartiges Auto. Wer über die Rampe kommt, kommt es auch bis ins Ziel. Da bin ich mir ganz sicher. Also großen Applaus euch, eine wunderschöne Tour. Viel Spaß, Team Nummer 1, die Kurine des Zaren.
Komm, ich bin nicht mit! Links, jetzt wieder gerade, genau. Jawohl, und jetzt einfach gerade runter. Mit der Startnummer 2. Ah, so sieht das gut aus. Und jetzt einfach gerade. Perfekt. Ihr habt's drauf. Viel Spaß. Die Ostseeheizer sind auf der Strecke. Achtet ein bisschen auf, was ihr sagt. Kann auch über der Rampe fallen oder nicht. Und es geht direkt weiter. Mit dem Team in der Startnummer 3. Power of Adventure, Ladies and Gentlemen. Drei junge Herren, die versuchen wollen, um die Ostsee zu kommen. Unabhängiges Spaß. Die Jungs haben einfach Fahrer. Ne? Ja, das passt, das sieht gut aus. Power of Adventure, Ladies and Gentlemen. Und wir bauen hier auf hier 2,8 Quattro. Eine relativ gute Entscheidung, ein Allradgetriebe. Das war zurück zu beschützen bei viel, viel Schnee und Eis. Mini Mini Quattro! Macht's gut, wir sehen uns auf jeden Fall kürze wieder. Fahrt vorsichtig und haut rein. Mini Mini Quattro, mit der Stadt auf wieder los. Wir haben das Team Quick and Dirty. Sie bringen die Südsee nach Nord-Norwegen. Allein die Palme macht schon 10 Grad gut. Quick and Dirty. Und das sieht in der Startnummer. Schau mal! Für den Spaß auf das Meer, danke schön. Für den Eis wird optimal vorbereitet. Quattro mit zwei, das wird sehr viel Spaß machen. Und das sieht in der Startnummer 7 die Nordkopfjäger. Schönes Astro-Team am Start, perfekt. Der Navigator trinkt Bier. Das wird irgendwo in Italien enden. Aber solange ich Sprit im Tank ist, ist das scheißegal. Wir haben das Team mit der Startnummer 9, Silberbogen, Kurs Remy. Guten Weg, ne? Gute Fahrt, hau rein. Die Karte ist schon mal gut gebraucht geschlagen, das hier habe ich auch. Das Team mit der Startnummer 10. Langsam. Ah, du machst das, ne? Sehr schön. Seid ihr verheiratet, ne? Ein Glück. Viel Spaß, das Team mit der Startnummer 10, Team Sisu. Und weiter geht's mit der Welt. Die Kraft im Enten. Das sieht gut aus. Der Sprit ist drauf, der Satzreifen ist drauf. Alles cool. Wir kommen an, oder? Wir kommen an, okay. Alles klar. Viel Spaß, die Kraftmomente! Wir sehen uns auf jeden Fall kurz wieder. Hier ist übrigens dein Schnapsdrick. Wer Probleme hat von den anderen Teams, wendet euch einfach an die Kraftmomente, die am Schnaps dabei. Manchmal wollen wir ja letztlich. Das ist oft gesagt, wenn wir im Gepäck haben. Wir begrüßen unsere Freunde aus Bayern. Sie trinken das gute Team am See ja hell, meine Damen und Herren. Und es ist das Team Bob. Viel Spaß, fand ich großartig. Und Prost für mich. Prost. Großartig. Team am See ja hell, nehme ich. Feier auch gleich los, ich feier selber mit. Da brauche ich die Trinker wieder. Und wir begrüßen das Team der Startnummer 13, Tentel Excellence. Deine Zahnarzt ist tatsächlich. Den Ratschau von Zahnarzt. Wenn Zahnarzt die hier sind, schnell noch mal kurz eine Frage stellen. Jetzt sind die jungen Herren erst vor 15 Tagen im Schnee unterwegs. Viel Spaß. Fahrt vorsichtig. Ja. Und die
Schalter mal kurz hin. Jetzt kommt der Name KCP Racing. Du musst ein Stück nach links, Digga. Ja, so ist gut. Jetzt kommt die Leute. Viel Spaß, wir sehen uns bald wieder. Mindestens in Wilhelmina. KCP Racing ist auf dem Weg. Und Jorsu, und weiter geht's. Mit den Bernziegeln. Das Team in der Startnummer 15. Die Tanzbären. Das sieht großartig aus. Schön. Ihr wollt nicht entdeckt werden, oder was? Was habt ihr denn vor? Kommt diese. Dann haut rein. Viel, viel Spaß. Moritz und Christian. Sorry. Und die Startnummer 17. Martin. Das sieht sehr gut aus. Bitte, komm mal, wir müssen uns aber anzeigen. Nein, Mann, muss nicht, muss nicht. Okay, viel Spaß beim Kompaias. Das Team in der Startnummer 17, Martin und Mike. Oh. Und das Team in der Stadt Nummer 18 ist bei mir, hier oben, auf der Rampe, und das Team hat das Racing Team Lost Penguin. Ladies and Gentlemen, hört sich an wie ein Eishockey-Team, was wir vor Eishockey gespielt, oder? Das ist so, wir werden nicht verloren gehen. Wir werden wieder weg. Im Rückrücken hat alles. Haut rein, viel Spaß auf der Strecke. Und weiter geht's mit der Startnummer 20. Show and Shine, ladies and gentlemen. Der Ausdruck ist nach oben gelegt, das ist sehr gut, falls man in die finnischen Seen einbricht. Die Eisdecke soll ja so dick sein. Insofern ist natürlich Ausdruck eine gute Idee. Gibt viel Spaß und Erfolg auf der Rallye für das Team Show and Shine. Und wir begrüßen das Team mit der Startnummer 21. Oh, Zeuge! Auf der Rampe. Water in euren Augen, ladies and gentlemen. Check. Ein sehr schönes Fahrzeug, könnte ich sagen. Sehr schönes Fahrzeug. Border Hack. Okay, haut rein, Jungs. Los geht's für euch auf die Strecke um die Ostsee. Und es geht weiter mit dem Team in der Startnummer 22. Das Team Riesling. Team Riesling geht auf die Reise. Und jetzt kommen die Open in Auskars, ladies and gentlemen. Der Mann, der bis jetzt noch meine Ich hab das erste Unterwäsche gekauft. Weil es gab sie nicht in seiner Größe. Tschüss, Walter, mach's gut. Und das Team mit der Startnummer 24 jedenfalls auf der Rampe. Das Team Chatelli Super Nova. Die Sachen sind auf jeden Fall groß genug da oben, ne? Da werden sie auf jeden Fall keine Probleme bekommen. Viel Spaß euch, ne? Wir sehen uns auf jeden Fall bald. Und die 25 kommt zu uns. The Baltic Taxi 1 Tour. Als Sorgkraft kostet 500 Euro. Noch 500 Euro. Einfach nur hier rufen, kein Problem. Baltic Taxi. Und das ist der Shooter Eisner, Herr Lametär. Lars. Ha! Das war ein Witz. Er heißt Lars Wilkopf Eisner, hat er gesagt, Herr Lametär. Und er wird das Baltic Taxi in die Ostsee geleitet. Viel Spaß euch, wir sehen uns. Und weiter geht es mit 26. Das ist die Akkulanz akut. Was auch mal das bedeutet. So, ja, wir haben es von hier aus. Ja,
Jawohl, das klappt. Ambulanz akut. Wir wünschen euch ebenfalls eine wunderbare Reise um die Ostsee. Wir sehen uns auf jeden Fall. Schön, die Heizung hat. Und es geht weiter. Schlag auf Schlag. Alle Teams wollen natürlich so schnell wie möglich ins Schnee. Und wir begrüßen die 27 mit Newport-Geschirr. Für die Jugendlichen Gentlemen, Ladies and Gentlemen, Veteranen, sehr erfahrene Rennpiloten. Und es geht weiter mit der 28. Das Team Ducktay. Euch auch viel Spaß, schneidet euch nicht, ne? Bitte. Also nur den Streifen ist auch okay. Kann ja einer Zelt schlafen. Okay, viel Spaß und gute Reise, wir sehen uns. Fährt nach Höhe, heißt es an. Und auch da ist Schnapsel. Becken an und alle sind mit der Hohen und so. Alle sind das Becken von mitten in der Hohenbahn. Und wir begrüßen die 29. Living is easy, ladies and gentlemen. Anthony, viel Spaß. Ebenso dem Team 68, unser Team Nummer 30. Viel Spaß auf der Berlin. Kann man kommen hier? Extra geputzt, ne? Mit destilliertem Wasser nochmal abgepolstert. Das wird nicht lange so aussehen. Nee. Aber egal, jetzt ist hier los. Team 68, viel Spaß. So, wir probieren das mal hier. Und jetzt Team 31, Romina Reyers, ladies and gentlemen. Schick mal links, wenn ich sehe. Perfekt. Viel Spaß auf der Rallye. Was unsere Affe so aushält, das wundert mich jedes Mal. Ja. Und das Team der Stadt, Team 33, das Team Toy, ladies and gentlemen. A Team from Dutch. From Holland, and we wish you a good trip. We meet at Bernamina again, have a good ride. Team number 33, ladies and gentlemen, the Team Toy. Und eins der offiziellen Presseteams, ebenfalls mit am Start, das Team mit der Startnummer 34, Vorzeit Pro Action, das Magazin für echte Offroader, ladies and gentlemen. Deswegen auch das Dachzelt, sehr optimistisch. Aber man kann es ja auch versuchen. Man kann es ja versuchen. Und die 35 sieht schwer von der Jacke aus, weil es zu warm ist. Und hier kommt The Old Farts. Number 35, ladies and gentlemen, wir nehmen weiter ein wunderbar schönes Fahrzeug. Viel Spaß euch. Kommt gut überall hin, wo ihr wollt. Gute Reise, wir sehen uns bald. So langsam lichtet sich das Feld. Und alle Teams. Geht auf die Reise, 8.4. Und das Team mit der Startnummer 36, Team Calm and Baltic. Sehr schön, viel Spaß euch. Und ja, also meine Zimmernummer in Wilhelmina ist 40, falls ihr euch gerade auf dem Weg das gefallen hat. Ne? Also mal die I. Okay, viel Spaß. Die Street Bunny Crew. Das ist die Nummer 38, Wild East.
Und wir haben die Schlacht von Glücklich auf der Rappe. Herzlichen Dank für den Dank. Viel Spaß euch. Die Lackierung nicht fertig geworden oder so. Und die 51 ist bei mir. Two of the current ladies and gentlemen from Holz. Very warm welcome. Wir gehen nur da wieder. Und die 52 Racing Madesse. 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 Die Madesse. Und da vorne mal Stau, macht nichts. Auch immer wieder dabei. Na, heute mal den Fernsehen schnell. Das liebe Herr Schleimer, 42, die Antwort auf alle Fragen. Die 53 sind Meister. Ready Christ, wenn ich mal sagen. Das Team Showlight, ladies and gentlemen. Wie heißt der Bücher? The Showlight Expedition 18. Have a good trip. With a ton of fun and Peter von Zwerg, ladies and gentlemen. From the Netherlands as well. And there's another team from the Netherlands. The team with the number 44. The team Light Twist. We really appreciate that you joining us in our rally. Teams from Netherlands, always welcome. Have a good trip and stay dry. We meet in Wilhelmina. Bye-bye. Team number 44, the Light Twist. And we have a team from Belgium, ladies and gentlemen. Team number 45, the Red Brick. Have a good trip as well. Drive safe and drink a lot. Only use not driving, of course. So thank you very much, team number 45. Save a good trip for the Red Brick. Und nun haben wir unsere lokale Patrioten in den Das Team der Stadt mal 46, ladies and gentlemen. Sehr herrlich, dass es da lackiert ist. Drei Damen vom Grill in einem pinken Auto. The Drift Chicks, ladies and gentlemen. Nummer 46, einen ersichernden Weg wünschen wir euch natürlich, wie alternativ auch The Drift Tricks, ladies and gentlemen. Und die 47, ebenfalls bei mir auf der Waffe, die Lemminge. Das ist sehr schön, euch mit dabei zu haben. Kommt vorsichtig und kommt heiler, aber ich denke mal, das wird gehen. Viel Spaß auf jeden Fall, ne? Und das war der offizielle Start vom Sport-Team-Travel Winter Edition 2018. Das letzte Mal in dieser Saison. Und wir haben uns die Routine-Länder für den Sport-Spaß und eine Weltverpackung. Und hier was sehen. Schön, dass ihr alle da wart, dass ihr zugeschaut habt. Informiert euch mal auf SEC, also SAC.de. Die wollen so wenig sie gemacht. Ist auf jeden Fall jedes Mal wert, auf diese wunderbare Seite zu schauen. Vielen Dank an Basti, vielen Dank an Sankt-Sieg, vielen Dank an Hamburg, vielen Dank an mich. Mein Name ist Maschine, ich bin sehr gerne für euch da. Habt einen schönen Abend in Hamburg. Es lohnt sich spazieren zu gehen. Auf Wiedersehen.